Welcome back, liebe Community, hier in meinem RON-Review-Channel. Channel News 02/2018, ich habe mich entschieden, dieses Feature Channel News neu in meinem Kanal aufzunehmen, um diverse Hardware-Reviews kürzer zu halten. Ja, es gibt einige News, darum melde ich mich wieder bei euch mit diesem Intermezzo, und zwar News zu Assetto Corsa. Ihr seht das hier auf meinem Desktop. Ja, da gibt es einen wichtigen Countdown, über das möchte ich mit euch sprechen. Bezüglich AT, also Assetto Corsa 1, gab es Neuigkeiten dann zu Race Room. Ihr seht das hier links über meinem Bildschirm flimmern aus meinem Sim Racing Games Review. Darüber möchte ich kurz mit euch sprechen. Dann klarerweise Virtual Reality nicht so kurz in meinem Channel. Da gab es Pimax 8K Kickstarter News, die möchte ich mit euch durchgehen. Dazu Vive Pro, vielleicht die Aufmerksamen von euch haben sie bemerkt, was macht der Ron mit einer Vive Base Station hier auf dem Tisch. Der hat doch hier eigentlich die Oculus am Start. Was mache ich mit meiner Vive Base Station? Das möchte ich mit euch besprechen. Dann gab es News bezüglich Fanatec. McLang GT3, das habe ich euch angeteasert. Da gibt es eine neue Timeline, neue Infos für die Vorbesteller. Dann Podium News, Direct Drive Wheel, da gibt es auch einen ungefähren Zeitplan, der scheint konkreter zu werden. Weiters, ich war auf meinem Rig unterwegs die letzten Tage, um hier, ihr seht das hier auf meiner rechten Seite, das Stativ steht schon wieder. Ich habe Content für euch aufgenommen zum Thema iRacing. Ich war da unterwegs, um hier jetzt wirklich meine Spielesammlung komplett zu machen und werde euch darüber berichten, wie es damit aussieht. Zu Assetto Corsa, da gab es vor einigen Wochen, das wisst ihr, dieses Ferrari 70th Anniversary DLC Pack. Dazu Laguna Seca einen Track kostenlos für euch zur Verfügung gestellt, und das war zugleich so irgendwie der Abschied von Assetto Corsa 1. Die Entwickler haben das rückgemeldet, an Assetto Corsa 1 wird nicht mehr gearbeitet, und dann wurde darüber spekuliert, wann kommt denn etwas Neues. Und ihr seht das hier auf der Homepage von Assetto Corsa, wenn ihr hier reingeht, und oben seht ihr so einen roten Banner, Save the Date, February 21st, das ist in knapp einer Woche. Wollen uns die Kunstmacher etwas Neues präsentieren. Ich bin wirklich gespannt, was da an den Start kommt. Jetzt wird in der Community spekuliert, Assetto Corsa 2 oder ein neuer Teaser, was auch immer. Ich hoffe natürlich inständig auf Assetto Corsa 2. Ihr seht das hier nochmal links aus meinem Sim Racing Games Review. Da habe ich euch das genauestens unter die Lupe genommen. Den Testvergleich hat auch Assetto Corsa 2 bei mir, Assetto Corsa 1 bei mir gewonnen. Warum, wieso, seht euch das nochmal an. Ich hänge euch den Link nochmal oben mit bei. Aber einige Sachen, die es bei Assetto Corsa gibt, die habe ich auch kritisiert. Das wisst ihr, in Sachen Grafik sollte noch einiges geschehen. Ja, Tag-Nacht-Wechsel, vielleicht beim Multiplayer. Und einige Dinge, über die ich mich freuen würde, wenn die ja neu bei der Neuauflage an den Start gehen. Ich bin sehr gespannt, was in einigen Tagen am Start ist. Ich melde mich dazu bei euch, wie es denn aussieht, was dabei rumkommt. Dann mein nächstes Thema bei euch, Race Room. Zum Thema Race Room, auch in meinem Spieletestvergleich, da habe ich berichtet in Sachen Performance. Da gab es immer bei mir Ruckler mit mehr KI, wenn ich unterwegs war. Ihr wisst das mit VR. Ich ging dann mit den Details runter, um das Ganze flüssig am Start zu haben, war nicht sehr angenehm. Jetzt hat es vor einigen Wochen hat's ein Upgrade gegeben, da kam ein 64-Bit-Modus an den Start bei Race Room, und ich kann euch jetzt rückmelden, ich habe das nochmal wirklich ordentlich gegengetestet. Ich habe jetzt wirklich ein super flüssiges Spielerlebnis, auch mit DX9 via Virtual Reality. Also wenn ihr hier gezögert habt zuzugreifen, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall machen. Ihr wisst, das Race Room, mein Favorit in Sachen Sound, super Game. Ihr könnt kostenlos einmal einsteigen, free to play, und dann ergänzen. Apropos ergänzen, ihr seht das hier jetzt auch auf meinem Bildschirm, Porsche. Ihr wisst, dass vor einigen Wochen oder Monaten ist diese EA-exklusive Lizenz für Porsche ausgelaufen. Entschuldigung. Das heißt, andere Spiele dürfen jetzt auch Porsche-Lizenz an den Start bringen. Das hat Assetto Corsa vor längerer Zeit schon gemacht. Race Room ist jetzt endlich nachgezogen, das heißt, eure Porsche-Fanboys, die Porsche-Fanboys von euch kommen auch hier jetzt auf volle Kosten. Zum Thema Virtual Reality, auch hier in meinem Kanal ein wichtiges Feature, ihr wisst das. Ich bin Pimax 8K Backer, einer von knapp 6000, davon habe ich berichtet. Auch hier links über meinem Bildschirm seht ihr nochmal das 365 Tage
Oculus Rift vs. PlayStation VR Review. Das habe ich für euch hochgeladen, das habt ihr reichlich kommentiert. Vielen Dank dafür. Und jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was macht der Ron jetzt mit einer Vive Base Station auf dem Tisch? Ja, Pimax 8K, das hat sich verschoben um mehrere Wochen, um mehrere Monate. Und ich habe mir gedacht, ja, ich möchte ready to go sein. Dann hat Pimax angekündigt, sie können das HMD, also diese VR-Brille, werden sie separat liefern, Base Stations und andere Dinge erst später. Und nachdem das mit HTC Vives Tracking-System, diesem lasergescannten System, ready ist, habe ich mir gedacht, ich besorge mir so eine Base Station. Das sieht folgendermaßen aus. Ihr seht das hier, die ist bei mir eingetrudelt. Ich habe die gekauft hier am Aftermarket für, ich glaube, um die 120 Euro habe ich die bestellt. Relativ viel Geld. Aber wie gesagt, mit dieser einen Base Station, ja, die werde ich dann hier irgendwo links oben bei mir montieren, werde ich dann bereit sein, um zumindest Simracing nutzen zu können. Da sollte eine reichen. Dazu brauche ich noch keine Tracker. Und auch Virtual Desktop sollte mit Pimax 8K wunderbar funktionieren. So der Plan von meiner Seite. Ja, Pimax 8K, das war etwas holprig zu Beginn des Jahres, die CES, da gab es einige Probleme mit dem Tracking. Ja, die Community ist etwas unruhig. Ihr wisst, dass ich habe etwa 550 Euro vorausgeschossen für Pimax Kickstarter. Ja, jetzt verschiebt sich der ganze Termin nach hinten. Pimax hat jetzt beruhigt und die haben ein E-Mail rausgeschossen hier über Kickstarter. Ich zeige euch das hier jetzt, ich blende euch das hier schnell ein. Ja, da haben sie erstens einmal alles zusammengefasst. Was ist passiert seit den Prototypen? Ihr seht, dass hier ist eben aufgelistet, was sich alles geändert hat. Und am Schluss bei der CES präsentiert wurde dieser fünfte Prototyp. Ich scroll hier runter, ihr seht das. Da haben sie nochmal neue LEDs dazu genommen. Ja, die Linsen haben sie etwas geändert. Sie haben jetzt Mass Production, also sie sind Mass Production ready. Dieses neue Ding soll sich dann Pimax 8K M1 nennen. Und einige Optimierungen haben sie hier kommuniziert. Ja, wir sind gespannt, was passiert. Sie wollen dann eine gewisse Auswahl treffen. Das heißt, es werden diverse Bäcker werden vorab Testmuster bekommen. Da gibt es dann nochmal Rückmeldungen und irgendwann im April, März, April soll dann ja, Shipping Date sein. Also das soll dann versendet werden an die restlichen Bäcker, wann man vorbestellen kann. Ich möchte mich mit diesen Infos etwas zurückhalten. Ihr wisst das, mein Tipp, freut euch hier noch nicht so früh. Ich würde sagen, Sommer, Herbst sollten wir das Ding dann am Tisch haben und ihr werdet von meiner Seite dann natürlich am Laufenden gehalten. Ich werde euch das reviewen. Ich werde mir wieder meine Oculus schnappen, das gegentesten für euch und dann schauen wir mal, was Pimax 8K kann oder nicht. Ja, und direkt zur CES ist dann Vive an den Start gegangen, Vive Pro. Habt ihr sicher mitbekommen, das war irgendwie aus dem Nichts ins Blaue hinein. Da kommt Vive Pro mit einem neuen HMD an den Start, die deutlich sich über der ursprünglichen Vive positioniert. Eine bessere Auflösung, integrierte Kopfhörer, ja, diverse Features soll Vive Pro in den Start bringen und den anspruchsvollen User bedienen. Da freue ich mich besonders drauf, das kommt mir jetzt entgegen. Hier habe ich eigentlich jetzt eine Base Station schon und wenn mir Vive Pro früher an den Start geht als Pimax 8K, ich weiß nicht, ob ich mich zurückhalten kann, um nicht den Bestellfinger zu drücken und auch dieses Ding zu testen. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst das in meinem Kanal, ich muss da auch auf mein Budget schauen. Ich zahle mir das Zeug selber, ich habe hier keinen Sponsor, der mich hier unterstützt, mich bezahlt, um Zeug kaufen zu können. Irgendwie freue ich mich auf meine 1000 Abonnenten, dass zumindest über YouTube etwas reinkommt, über Werbeeinnahmen. Ja, da bin ich eh dankbar, dass ihr hier am Ball bleibt und mich weiterhin unterstützt. So viel zu Vive Pro. Zu einem weiteren Thema hier in unseren Channel News, Thema Fanatec. Fanatec hat einiges Neues jetzt angeteasert auf deren Homepage, auf das möchte ich eingehen. Erinnert euch an mein McLaren GT3 Teaser, das habe ich in diesem P1 Review, ich hänge euch den Link oben rechts mit bei, eingepflegt. Da habe ich diesen Teaser analysiert und euch gesagt, was Fanatec hier bereitstellt. Ein neues Wheel soll es zu bestellen geben. Das war dann auch soweit, im Black Friday Sale konntet ihr ein neues Pendant quasi zur Clubsport-Serie, ein Formula Rim, vorbestellen. Da hieß es, Lieferdatum soll im Jänner 2018 stattfinden und das Ganze verzögert sich jetzt.
inwieweit es sich verzögert. Da ist Fanatec auf deren Homepage eingegangen. Das soll jetzt erst im April stattfinden. Shipping Date im späten April. Die Community, da schmeckt das natürlich nicht so ganz. Die haben dann gesagt, ah, ich habe jetzt da vorbestellt und auch bezahlt und warte jetzt noch 3-4 Monate länger. Fanatec kommt hier mit einem großzügigen Angebot entgegen. Ebenso von mir angeteasert war dieser ClubSport Quick Release Adapter. Ich glaube, so ähnlich heißt das Ding. Was ist der Quick Release Adapter? Ihr kennt das von den ClubSport Wheels, diesen Quick Release Adapter. Alleinstellungsmerkmal bis dato der ClubSport Serie. Und auf diesen günstigeren Wheels, wie meinem P1 Wheel, ich habe es hier jetzt auf meinem Rig gerade noch montiert, da habt ihr so einen Semi-Quick-Release. Und diesen Quick-Release-Adapter soll es separat zu kaufen geben oder wird separat zu kaufen geben. Der soll 99 Euro kosten, jede Menge Geld. Und Fanatec hat sich bereit erklärt, diesen Quick-Release-Adapter den Vorbestellern des GT3-Wheels kostenlos mitzuschicken. Ja, ihr bekommt so einen Quick-Release-Adapter als Vorbesteller zum Trost für 3-4 Monate längere Wartezeit zugeschickt. Ja, super, werdet ihr jetzt sagen. Das Ding hat einen Wert von 99 Euro. Aber was mache ich jetzt, wenn ich diesen Quick Release Adapter schon vorbestellt habe und eigentlich jetzt nicht mehr brauche, weil sonst habe ich ja zwei. Fanatec schreibt dann, ja, wenn ihr das vorbestellt habt, bekommt ihr eine Gutschrift, das heißt im Fanatec Webshop über die 99 Euro und könnt dann anderen Fanatec Stuff ordern und dann werden euch 99 Euro quasi gut geschrieben. Ja, ich finde, das ist ein großzügiges Angebot. Oder ihr könnt jetzt dann sagen, ja, wenn ich jetzt einen Quick Release Adapter mitgeschickt kriege zu meinem GT3 Rim, aber ich brauche den nicht, ich bin mit dem üblichen Befestigungsmöglichkeit zufrieden, ja, dann werft ihr den auf den Markt, ihr vertickt den, ihr verkauft den und ihr kennt diese Fanatec Gebrauchtpreise. Wenn das Ding 99 Euro neu kostet, werdet ihr den locker wahrscheinlich um 70 Euro an den Mann bringen. Und somit reduziert sich euer Vorbestellerpreis von, ich glaube, 190 Euro oder so war das, jetzt auf 120 Euro, dann habt ihr wirklich ein super Schnäppchen als Pre-Order bei den Black Friday Sales gemacht. Dann weiteres Thema Podium Series. Fanatec Podium Series, ihr wisst, dass ich teaser das immer wieder an. Ich muss jetzt aufhören damit, weil es verschiebt sich immer weiter nach hinten, das Direct Drive fehlt. Die ganze Community wartet inständig darauf, endlich etwas zu bekommen. Ja, das Ganze ist jetzt etwas in Sachen Timeline konkreter geworden. Fanatec schreibt, die Vorproduktion ist voll angelaufen und sie wollen, ihr seht das hier, Beta-Test, die starten im Februar, da sind wir jetzt mittendrinnen und interessierte Anwender werden vielleicht sogar als Beta-Tester ernannt und hier auch Testmuster zur Verfügung bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Ich habe mich bei Fanatec als Beta-Tester angemeldet und habe Interesse bekundet, auch über meinen Kanal kommuniziert, dass ich das gerne mit euch besprechen möchte. Ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung. Ob ich ein Beta-Tester sein werde, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mal, wie ein Beta-Test abläuft, ob das dann ganz top-secret geheim ist. Ich tippe schon, aber ich kann es euch jetzt Stand der Dinge Mitte Februar 2018 sagen, ich bin kein Beta-Tester oder weiß zumindest noch nichts davon. Fanatec kommuniziert, dass diese Direct Drive Wheelbases sollten im Sommer an den Start gehen. Das ist einmal das Ziel. Inwieweit sich das nach hinten verschiebt, geht wahrscheinlich von Herbst aus. Da könnte das Ganze stattfinden. Sie sind anscheinend so weit, dass sie das Ganze so weit in den Griff bekommen haben und auch das Drehmoment sogar noch etwas nach oben schrauben konnten. Und zugleich, ihr kennt das, wichtig bei den Wheels ist das beim Fahren, dass ihr dieses Ruckeln in den Kurven, dass das Ganze nicht stattfindet, sondern wirklich smooth läuft. Die CSW V2, V2.5 Wheelbase, das ist top in Sachen Riementrieb und da wollen sie bei Direct Drive Wheel auch auf dieses Smoothness hinkommen. Da schreiben sie, das werden sie schaffen, ein großes Ziel diesbezüglich. Ich halte euch am Laufenden, wenn sich wieder was Neues gibt, ich teaser euch das wieder an. Abschließend möchte ich mit einem Community Talk kurz auf eure Meldungen, Wünsche eingehen und dann eine kurze Vorausschau, was sich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten bei mir erwartet. Zum Community Talk, wie wisst ihr, ich habe einen neuen RON reviewed, einen Kanaltrailer erstellt. Im Intro habt ihr eine Kurzfassung davon, ihr habt rückgemeldet, euch gefällt das. Ich werde das so lassen, gebt mir vielleicht dann nochmal Rückmeldung, ob euch das so gefällt, ob ich etwas ändern soll. Ich denke, hier sind wir endlich mal mit einem Kanaltrailer versorgt und wir werden die Sache jetzt immer zu Beginn der Reviews das Intro mit reinhängen. Dann zweites Thema,
das 365 Tage Oculus Rift Review. Ja, da habt ihr mit mir wirklich gut Kontakt aufgenommen, geschrieben, rückgemeldet, euch gefällt das Video, das Review. Das bestärkt mich auch in Sachen Pimax und Vive Pro, hier weiter dran zu bleiben. Ihr wisst das bei mir, Simracing, das findet einfach nur mehr wie Virtual Reality statt und das Ganze lässt sich nicht voneinander trennen. Und von meiner Community, das kann ich euch rückmelden, viele von euch oder von meiner Community steigen jetzt Zug um Zug zu Virtual Reality um. Nach wie vor Einstiegspreis Oculus Rift 399, 449 in diesem Bereich. Ja, das ist weit günstiger als ein hochwertiger Monitor oder schon gar günstiger als ein Triple Moni Setup. Überlegt euch das. Ich erwähne es gerne noch einmal. Habt ihr die Möglichkeit nicht zu testen, dann mietet euch das Ding. Das könnt ihr über Mediamarkt Grover, glaube ich, irgendwie so heißt dieser Dienstleister, für 60, 70 Euro im Monat für also 30 Tage anmieten. Und da kann man sich wirklich ein super Bild machen, ohne das Ding kaufen und zurückschicken zu müssen. Das zweite, was ich mit euch besprechen möchte, war dieses Fanatec CSL Elite P1 Review, wo ich das GT3 Review angeteasert habe. Hierzu kam zum Beispiel eine Frage von der Gärtner, der hat geschrieben, danke fürs Video, aber wofür brauche ich ein P1 Elite für 179, wenn ich das P1 für 99 bekomme? Ja, die Unterschiede, die liegen da wirklich im Detail. Ihr wisst das, bei diesem P1 Elite habt ihr dann eine volle Alcantara-Ausführung. Das fühlt sich ganz anders an. Kunststoffwille, es ist um ein paar Gramm leichter. Ich glaube 100, 200 Gramm ist es leichter. Die Schaltmechanik ist eine andere. Ja, das sind so die wichtigsten Merkmale, die jetzt diese 80 Euro Aufpreis vielleicht rechtfertigen oder nicht, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn du sagst, ach, nur zum Simracing, da ist mir das wurscht, auf Haptik, Optik, da gebe ich recht wenig und die Schaltmechanik beim P1, beim ursprünglichen, die langt mir, dann bist du mit 99 Euro super dabei. Ja, ich bedanke mich für eure Rückmeldungen. Was erwartet euch in nächster Zeit? Ich habe es euch versprochen, ich bin im Thema iRacing unterwegs, habe jetzt das Review bald beieinander. Ich werde mich in Kürze bei euch damit melden. Subscribed, abonniert. Ich freue mich, dass ihr dran bleibt, dabei seid. Ihr werdet versorgt mit iRacing-Content. So ein Beginner-Tutorial werde ich euch hochladen. Und das nächste natürlich dann eben das McLaren GT3, wenn es da ist. Direct Drive Wheel, Vive Pro, Pimax 8K. Keine Ahnung, was da noch alles kommt. Bleibt dran. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid in meinem Channel. Liebe Grüße von eurem Ron. Thank you.